Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 11. Januar. Der heutige Geek Talk Daily wird auch wieder gesponsert von der Acer Swift Series und einen ausführlichen Testbericht zum Acer Swift 7 könnt ihr im Poughkeepsie.ch Blog nachlesen. Heute ist eine volle Sendung. Was haben wir dabei? Jimmy Iovine, Philips Hue, Apple, GoPro, Kodak, Plex, YouTube, Facebook und Silicon Valley. Beginnen tun wir mit Jimmy Iovine, dem, ich weiß gar nicht, welche Rolle er genau hat, einen Titel hat er ja, glaube ich, nicht, dem ehemaligen Beats-Mitbegründer, der bei Apple für Apple Music mehr oder weniger mit zuständig ist. Wir hatten ja vor ein paar Tagen berichtet, dass dieser Apple zum Ende des Jahres verlassen will, wenn er seine Aktien verkaufen kann. Und er hat jetzt gegenüber dem Branchenportal Verity gesagt, dass dem nicht so wäre, dass das alles falsch wäre und er weiterhin zufrieden ist und für Tim Cook arbeiten möchte. Und wenn Tim Cook sagt, er soll dies und jenes machen, dann wird er das auch tun und helfen, wo geht. Tja, warten wir mal das Ende des Jahres ab und gucken, ob es dann wirklich so ist oder ob er weg ist. Ja, gehen wir doch nochmal nach Las Vegas zur CES 2018. Dort hat nämlich Philips eine ganze Menge angekündigt in Sachen Smart Lightning. Die Philips Hue 3.0 wurde ja bekannt gegeben. Was bedeutet das? Die Philips-Lampen, die man in verschiedenen Farben machen kann, die bekommen Updates. Es gibt neue Apps. Es wird auch Apps für macOS und Windows 10 Computer geben, also für den Desktop, für den Notebook. Und die arbeiten dann mit sogenannten Lichtskripten und passen das Licht an Spiele, Musik und Filme an. Schöne Sache, ich bin gespannt, freue mich drauf. Das Gesamte soll in der zweiten Hälfte 2018 passieren, eventuell auch ein Tick davor. Zusätzlich wird es auch Lampen für draußen geben, also Outdoor-Lampen, womit man in seinem Garten Stimmungslicht machen kann. Oder beispielsweise auch den Balkon oder was auch immer man farblich beleuchten möchte. Wie gesagt, ich freue mich drauf, bin auch großer Philips Hue-Nutzer und Fan. Nochmal zurück zu Apple. Die haben nämlich jetzt bestätigt, dass ab Februar iCloud-Daten von chinesischen Kunden auch auf chinesischen Servern liegen werden. Das mussten sie tun, denn es gab im Juli letzten Jahres, also da hat Apple ein Datenzentrum in China veröffentlicht und kurz davor hat China ein Gesetz, abgestimmt, das dafür sorgt, dass die Speicherung sensibler Daten in China passieren muss, damit die halt entsprechend auch Zugriff drauf haben und dem trägt jetzt Apple Genüge und setzt das entsprechend um. Was ja nicht mehr umgesetzt wird, ist der Bau einer Drohne und zwar von GoPro. Die GoPro Karma, die ist ja kurz nach dem Launch auch direkt wieder abgestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die wird jetzt komplett eingestellt. GoPro zieht sich aus dem Drohnengeschäft raus und entlässt auch entsprechend 20% der Mitarbeiter und wird sich auf ihre Action-Kameras weiter fokussieren. Ob das reichen wird, um den Turnaround für die Firma zu schaffen? Na, ich bin da sehr skeptisch. Einen anderen Turnaround zu schaffen wird auch schwer für Kodak. Das sind ja die, die früher Filme gemacht haben, also Filme analog und die Digitalisierung dann auch verpasst haben. Die haben jetzt einen Bitcoin-Miner vorgestellt auf der CES in Vegas. Also halt so ein Rechengerät, Rechencomputer, der die Bitcoins erschafft, um es mal so zu umschreiben. In einem ganz komischen, schrägen System und es ist eigentlich der Lacher der Messe geworden. Denn man muss diesen Bitcoin-Miner für 3.400 US-Dollar mieten, in Anführungsstrichen, für ein 2-Jahres-Abo. Dann soll der mit dem heutigen Bitcoin-Kurs ungefähr 9.000 US-Dollar erwirtschaften in den 2 Jahren und davon muss man die Hälfte dann auch wieder an Kodak abgeben. Und eigentlich ist der Miner nur ein Endminer Bitmain S9 mit einem Kodak-Aufkleber drauf. Also hier haben sie einfach ein Gerät genommen, was draufgepappt und was drumherum gebastelt, was sehr halbgaren aussieht. Also Kodak verwundert wirklich. Die haben auch gestern noch zusätzlich bekannt gegeben, dass sie eine eigene Kryptowährung rausbringen, den Kodak-Coin mit einem ICO. Danach ist die Aktie auch mit 89% in die Höhe geschossen. Und der
KodakCoin soll dafür sorgen, dass man Fotos sicher austauschen kann, Rechtemanagement machen. Ja, ich glaube nicht, dass das Kerngeschäft von Kodak ist. Und gucken wir mal, wie schnell der Aktienkurs vielleicht auch wieder runterkommt. Das Multimedia Center Plex ist ja sehr beliebt. Ich bin ja nie richtig warm mit geworden, aber ich weiß, dass viele von euch, den Zuhörern, Plex einsetzen. Und gute Nachrichten. Plex wird geupdatet. Es ist noch nicht offiziell, aber wohl sehr, schon sehr belegt. Denn es wird ein neues Feature geben für Podcasts, für Audio- und Videopodcasts, die dann in Plex integriert sind und mit dem ihr beispielsweise dann halt auch den Geek Talk hören könnt. Schöne Sache. Wie gesagt, ich nutze Plex nicht, aber wenn ihr Plex nutzt, dann haltet mal die Augen auf, wenn das Update kommt. YouTube. Die haben ja in ihrer App, nicht auf der Webseite, in ihrer App, diverse Social Features integriert, zum Beispiel ein In-App-Messaging und für die Macher, also für Creators, die Videos selber erstellen, einen Community-Tab, wo diese mit ihrer Community interagieren können. Und diese Funktion möchte YouTube nun auch auf andere Plattformen bringen, beispielsweise auf die YouTube TV-App und auf die YouTube Music-App. Das Ganze steht wohl demnächst an und ja, schauen wir mal, ob das auch wirklich so angenommen wird. Ich persönlich nutze das In-App-Messaging praktisch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch ruhig einen Kommentar. Wer immer gern testet, das ist Facebook. Und Facebook testet in Amerika wieder ein neues Feature. Und zwar ein lokales Feature, was in der Facebook-App lokale Events und lokale News zusammenfasst in einem einzelnen Bereich. Das wird erstmal nur in ein paar Märkten getestet und dann, wenn es angenommen wird, später wahrscheinlich weltweit ausgerollt. Es ist auch kein deutscher Markt dabei, sind alles amerikanische und der größte ist eigentlich New York, dann New Orleans und dann wirklich ein paar kleinere Städte. So haben sie zumindest eine Bandbreite, um hinterher den Test vernünftig zu bewerten. Ich weiß nicht, ob ich sowas unbedingt brauche oder ob es einen Mehrwert bringt, aber ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, denn lokal ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema. Und zum guten Schluss der Sendung habe ich noch einen Link, da müsst ihr in die Shownotes und darauf klicken, wenn ihr den nicht sonst im Netz schon gefunden habt, denn ab seit heute ist der neue Trailer für die 5. Staffel der HBO-Serie Silicon Valley online. Ich bin ein Riesenfan, fand den Trailer auch gut, freue mich drauf. In Amerika startet die 5. Staffel am 24. März. Und ja, schaut es euch an, wenn ihr Bock habt auf die Serie. Wenn ihr sie noch nicht kennt, guckt auch mal rein und guckt euch die ersten 4 Staffeln an. Ansonsten habt einen schönen Donnerstag. Bekommt den gut rum und morgen ist dann schon Freitag, Ende der Woche. Und ich hoffe, dann hören wir uns auch nochmal zum Abschluss. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.